Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil. Ja, Schlag der Klee, finde ich gut. Okay, Jungs. Ich glaube, ich muss besser sein, wenn ihr spielen wollt. Ich wollte ja gerade mal anmoderieren, meine Damen und Herren. Kommt bitte her, Jungs, wenn ihr Lust habt. Also, nur wenn ihr wollt, natürlich. War schön, wenn die Map schon auf zwei Etagen aufgebaut ist, ne? Finde ich gut. Eigentlich nicht. Jungs, wo seid ihr denn? Habt ihr euch jetzt einfach Luft aufgelöst oder was? Ach, jetzt kommst du mir angeschossen oder was? Okay. Zumindest wird jetzt scheinbar nötiger sein, mit dem Parier zu arbeiten. Lass mal dein Schild fallen. Oh. Das sollte es eigentlich nicht passieren. Das war jetzt wieder gut. So. Aber ich bin mal ganz kurz weg, weil es hat gerade an der Tür geklingelt und es hat keiner von euch mitgekriegt. Also, ich stehe mal kurz hier hoffentlich in Sicherheit. Und dann bis gleich. So, bin wieder da. Entschuldigt kurz die Unterbrechung. So mitten im Eifer des Gefechts. Ich weiß, ist nicht schön. Aber wenn es an der Tür klingelt, macht man ja statt jetzt trotzdem mal auf, ne? So. Wir haben eigentlich gar nicht, keine Munition mehr. Die TMP ist mit 80 Schuss bloß noch voll. Autsch. Aber gut, komm, sag ich das. Für die Raketenwerfer? Raket? Das ist nicht gut. Nee. Bin ich auch nicht. Für eine Leuchtgranate hier. Oh, ja, das habe ich zu spät gesehen. Ich habe da eh gedrückt. Oh. Boah, Leute, ernsthaft jetzt so? Nee, Scheinwerfer gibt es ja keine mehr. Bin ja schon oben.
Nee, ich bin unten. Warum bin ich unten? Och nö. Och, leck mich am Arsch. Schauze. Hab's ja wohl. Nee, lass bleiben. Parasiten will ich keiner. Eins der Vorteile, ich spare ein bisschen Munition dafür. So. Schön, dass ich nochmal neu haben muss in diesem Weg. Nervt mich gerade, bisschen hardcore. Da dreht sich gleich um. Ich meine, da kann ich mit dem definitiv sparen. Ich wünschte, man könnte im geschleichten Zustand ein bisschen. Bisschen schneller crouchen. Das wäre geil. Der Raketenwerfer hat mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht, Kollegen. So. Das. Na, das gelbe Kraut hier hinten noch mit. Und jetzt ja schnell mal den Schatz ab. Und den gleich wieder raus hier, weil die anderen gleich nachdackeln. Das war eine gute Lösung für euch. Natürlich bist du Parasit, mein Freund. Muss natürlich wieder sein, ne? Da ist der. Tja. Das war Raketenwerfer, aber ich habe einen Sniper und ich bin ein bisschen stärker, was das angeht, auf weitere Sicht. So, liegt da irgendwas? Nö. Ja, ich den Kopf verlieren. Machst du schwer im Krieg. So. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir rein? Wir können von beiden Seiten, okay. Ja, der linke Weg auch ein bisschen gefährlicher aussieht mit der Fackel da oben. Ja, der rechte Weg rein, ich gehe mal links lang. Wieder dazu.
Wo gesagt, dabei allein Krieger. So wird zum Thema liegen bleiben. Was verstehst du daran nicht? Ah, guck mal, hier, dann gehen jetzt. Du hast die Leiche gerade runtergeworfen. Ich dachte, da war noch ein zweiter. Du komischer Banause. Ich darf die Leiche wieder runter. Ach, ich werde schon hier kommen, okay, alles klar. Ein weiter Gang hier hinten rein. Ja, 600 Pesos. Ja, das ist die beste Idee gewesen, die ich hätte machen können. Gut, dann sind wir jetzt hier erstmal soweit durch. Ich werde schon ein paar Munition mitnehmen. Irgendwas. Ja. Haben wir alles? Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir uns dieses Gebiet. Und gehen weiter. Wir nähern uns langsam so einen Zwischenpunkt wieder. Vielleicht ist mir so ein kleiner Speicherpunkt schon wieder freundlich. Was sehe ich denn hier so alles? Mal gucken. Noch ein Raketenwerfer. Guck mich so. Ich vermute überall. Aber bin ich drin? Natürlich Parasiten. Parasiten. Jetzt wird er wieder auf den Vorlarsch. Das Ding sieht auch so kurios aus, dass das rauskommt. Energie. Oh, ich kann nochmal eine komplette Heilung machen, die ich brauche. Das muss uns was dauern. Ach komm, wir verwenden es einfach mal. Ey Kumpel, dein Kollege holt gerade ab. Ich bin echt gespannt, wie die Anlage jetzt hier designt wurde. Alter Maul. Einer hässlicher als der andere. Du sagst es. Ja, ich krieg immer wieder regelmäßig Pistolenmunition, was ich ziemlich gut finde. Das ist die Frage, will ich unten hinrennen? Weil hier ist nicht so viel. Hier komme ich wohl nicht rein. Ich muss einen anderen finden. Das habe ich auch so festgestellt.
Schön, dass wir einer Meinung sind. So. Einmal zwei Schätze nehmen. Oh, die elegante Krone wieder. Und irgendwo quietscht mich hier einen Kastellan an. Ah, wo bist du, Kollege? Ich höre dich doch. Aha. Ich mag es nicht, dass Ramon mich verfolgt. Wie viel Schätze hat die ganze Insel? 24. Das heißt, gut, wir haben bloß noch drei Kapitel, ne? 4. 12, 13, 14. Ne, wir sind Kapitel 13, 14, 15, 16. Wir haben bloß noch 4 Kapitel. Demnach sprechen sie natürlich auch die Dinger ein bisschen weniger. Oh, das wird unser Eingang sein. Okay, das Piepen habe ich gerade schon gehört. Das ist gut. Machen wir aus, die Box hier. Wollte ich noch was rum hier auf der Gegend? Nein. Dann weiter, würde ich sagen. Hier ist schon mal ein Speicherpunkt. Sehr gut. Und schon irgendwas piepen. Die Tür wird bestimmt gut sein. Verschlossen. Natürlich klar, ne? Munition. Aber leider für mich nicht genug. Wir saven mal ganz kurz zwischen. Ganz oben will ich eigentlich eher nicht. So ist es mit der Leiter. Ich klopfe, ich da hoch gehen würde, wäre da genau dieses Sprengding, ne? Das würde ich noch mitnehmen. Die sind ja strunzend dämlich. Langsam nicht genug. Na gut, ich bin auch nicht gerade viel besser, ne? Aber dass der in seine Bombe noch reinrennt. Was lass nun? Ist er tot? Ist wirklich seine Bombe reingerannt, der Vollidiot. Alter, gut, wenn du Spaß daran hast, in deine Bombe zu rennen, tun sie sich keinen Zwang an. Aber gesund ist das nicht. Ah, Snap-Money. Immer alles voll machen, was du haben, was du voll machen kannst. Das war
Einzelgang heraus, ne? Ich kriege zweimal Flintenmunition. Also zweimal sechs. Ob das so gut ist? Ich weiß ja nicht. Hier ganz viel Krempel rum. Tür ist offen. Was ist das für ein schönes Ding? Mikrofon. Na gut. Wie viel Energie habe ich noch? Ich brauche ein komplettes Kraut. Das Dummelchen habe ich auch noch ein bisschen. Ich könnte auch mal ein bisschen TMP herstellen, einfach weil ich davon genug hätte. Weil da habe ich wenigstens noch ein bisschen davon auf Vorrat. Und vielleicht auch einmal Sniper. Ja. Lieber bin ich bei sowas ein bisschen vorbereiteter. Man weiß nie, was da gleich kommt. Und außerdem hatte ich genug Zeug im Inventar, ne? So, Messer ist was down. Könnte ich eigentlich auch so Bolzen verarbeiten, aber das will ich auch nicht. So. Tür ist offen. Ist denn hinter irgendwas? Gut. Ashley macht ein Nickerchen. Aber Problem ist, zwischen ihr und mir steht auch ein paar Räume. Ich höre ja große Jungs. Und es ist ein etwas größeres Arsenal, ne? Da sehe ich jemanden mit einer kleinen Blitze. Blitze? Hm. Wo ich den aber ab, links und rechts weiter. Ich werde mir jetzt den Gefallen tun. Und mal ganz kurz speichern. Weil ich weiß nicht, was mich da unten erwartet. Und dann kann ich ja wenigstens jetzt neu laden. So, einfach mal auch vielleicht hier ein bisschen speichern. Ist ein bisschen länger her. Und ja, wir haben jetzt 21.19 Uhr. Am 1. Mai. Ich habe ein paar Folgen jetzt im Voraus aufgenommen. Muss das denn sein, Kollege? Du bist der hässlichste Bulle, den ich kenne. Willst du gerade aufstehen oder was? Ich meine, ich hatte ein bisschen viel reingeballert ins Gesicht. Ich wusste, die sind dicker. Ich hab ihn gehört. Komm ich mal rein? Vielleicht ist es so grün. Ja? Schade. Drei. Signale aller Illuminados. Okay. Hier muss jemand hochklettern. Liegt hier noch irgendwas? Nö. Warte mal, da ist ein Schatz. Ach, hier kann man hochklettern. Sagen. Kartenfindung. Auch so eine Sache bei mir, ne? Kennt man ja. Oh, noch mehr Rohstoffe, toll.
Entschuldigung, wollte stürmen. Ist ja auch hier. Oh, da ist ein ganz weiter Abgang. Hier wieder irgendwo raus. Ist die Frage, kann ich ja rumfummeln ohne Probleme? Ich brauche eh eine Karte dafür. Also komme ich jetzt sowieso wieder her, früher oder später. Und das wird der Ausgang mit Ashley werden. Also ich kann bloß da oben lang. Schön, dass ich gleich den Jungs in die Arme renne. Finde ich ja toll. Aber vorher anklopfen ist nicht, ne? Ah, geht's schon irgendwie. Und ein ganz weiträumiges Arsenal schon wieder hier. Ist das besser? Oh. Okay, mir ist das egal. Nein, nein, nein. Echt jetzt? Scheiße. Doppelscheiße. Gut, jetzt nehme ich das. Wir können aber ganz kurz. Geht aufs Haus. Schade, ich dachte eigentlich, ich mache mit den Dingen mehr Schaden. Habe ich wohl falsch gedacht. Finden noch mehr Pistolenmunition. Ich meine, gut, wir haben ja den Koffer ausgerüstet, der uns mehr Pistolenmunition gibt, ja. Da ist das ziemlich huge. Mann! Zieh dir mal was an, Kollege. War ja klar. Ja, guter alter Nahkampf. Liebevoll genannt, Nahkampf. Unterirdisch ist schon wieder ein Schatz. Ach, wenn ich das alles sehe, kriege ich wieder Flashbacks. Jetzt werde ich am liebsten wieder speichern, wenn es ginge. Ist das richtig, ja, ne? Oh, halbwegs. Ah, Flintenmuni, toll. Das Spiel weiß genau, was ich wohl gleich brauche. Versorgung. Ich muss jetzt einfach speichern, aber ich komme gerade nicht weg. Ich bin bei der halben Stunde. Messerschienen, auch gut. Ich werde wohl nicht drum rumkommen, noch eine Folge aufzunehmen. Na, steht ja jemand in der Ecke. Hm? Nein, kann hat der Müll. Jungs, sowas schmeißt man nicht weg. Das verwendet man im Normalfall.
Okay, Leute, wisst ihr was? Ich gehe es dann nicht durch. Ich mache jetzt hier erstmal den Part Ende. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage bis dann und ciao.